Oh, okay. Musik. Ich bin voll nicht daran gewöhnt, dass wir Musik hören halt, weil in Breath of the Wild gab es ja kaum Musik, ne? So nur in den Villages, weißt du, in den Dörfern. Und hier in Tears of the Kingdom haben wir auch keine Musik gehört. Hab ich schon eingesammelt, ne? Kann ich hier hoch? Deswegen, das gesamte Tutorial haben wir ja auch keine Musik gehört, deswegen bin ich gerade so ein bisschen überrascht. Ist hier jemand drin? Ah, natürlich. Ach, toll. Okay. Ja, wunderbar. Great. Okay. So. Okay. Alter, was ist das denn da hinten? Alter, da kann man. Okay. So, wo müssen wir als nächstes hin? Da nach vorne. Okay. So, wenn wir uns teleportieren müssen, dann hierchen. Ich wünschte, wir könnten irgendwie diese Karte aufdecken. Ne? In Breath of the Wild war das so gewesen, dass wir so diese Türme entdecken müssen und da konnten wir das halt aufdecken. Mal gucken, wie das hier in Tears of the Kingdom geregelt ist, aber ja. Wir müssen anscheinend hier rein, wie es scheint. Okay, na gut, dann komm, auf geht's. Ach, dein Ernst, Alter? Du konntest nicht mal rollen? Lass mich mal ganz kurz hier. Habe ich hier noch was zu essen? So. So, was kann das denn? Alter, ist das ein Hylianer? Let's go, Alter. Ich mal, hier treffen wir jemanden. Entdeckt. Wie geht's? Liebe Reisende, tu deinen Körper ein, behalte dich von dieser Selbstansicht. Achso, ja, okay. Okay, ja, alles klar. Okay, ja. Okay, also, okay. So, Alter, hier sind einfach mal Pferde, krass. Ich will also, kein Pferd toppt alle außer Epona, ne? Epona ist immer noch das beste Pferd, also kann ich nicht nachvollziehen, warum man jetzt ein anderes Pferd holen soll. Aber okay. Was geht, Kollege? Ich spring bloß nicht da rein, Alter. Okay, ja. Okay, aha. Aufgrund, ach, I don't give a shit. Ganz ehrlich, Alter, das können mir weniger egal sein. Also man kann einfach hier runter. Die Urkunden irgendwas, ja wunderbar, wen kümmert's? Okay. Oh, guck mal, was hier ist, noch ein Schrein, okay. Krass, Alter. Aber das wäre dann dahin. Aber wir müssen dahin, Mann. Wir müssen uns nicht ständig ablenken lassen. So. Gehen wir uns jetzt endlich mal unserem Ziel. Können auch vielleicht mal ein Pferd adoptieren, aber das bringt nichts. Dann müssen wir zum Stall rüber und das ist halt immer so aufwendig. Gehen wir mal hier einfach hier weiter. So, was haben wir denn da hinten? Okay, das sind Äpfel und hier ist Honig, wie? Ah, warte mal. Wenn es um Honig geht. So. Na? Ja, toll. Ich will jetzt die Bienen nicht angreifen. Okay. Ausdauerhonig. Okay, sehr praktisch. Das wollte ich mir holen. So, was haben wir hier? Gibt es hier irgendwas Besonderes? Was steht hier? Wieder aufbauen, wieder. Okay, alles klar. Also wieder, was man hier aufbauen kann. Ich meine, meinetwegen können wir das mal machen. Warte mal. Hier. So. Das war. Ah, nee, darüber, ne? So, können wir meinetwegen machen. Finde ich jetzt nicht so toll, dass man das in ein Zelda-Spiel überhaupt machen kann, aber jetzt wirst du machen. So. Alter, dein Ernst? So. So, sehr gut. Und dann noch eins. Hallo? Bleib mal bitte stehen. Warum bleibt es nicht stehen? Okay, ist mir auch egal. So, hier. Nein, nicht so. Oh mein Gott, das ist immer so blöd. Dass das nie so sein soll, wie es. So. Okay, doch. Okay, ja. Und was nun? Das muss man das einfach manuell bewegen.
Bestimmt muss man irgendwie so einen Ventilator nehmen, dann kann man da, aber keine Ahnung. Ist nichts Besonderes irgendwie. So. Na gut, egal. Ignorieren wir das und gehen wir mal hier weiter. So, was haben wir hier? Okay, nichts Besonderes. Hier schon wieder irgendwas. Ich ignoriere die mal, die sind ja nichts Besonderes. Kannst du noch ein bisschen schneller bewegen, aber halt. Wo besteht dann das Abenteuer, Alter? Voll blöd. Ja. So. Dann eigentlich nähern wir uns hier dem Ziel zu. Okay. Irgendwelche Waffen? Hallo? Ja, okay. So nennt man ihn. Wo redet ihr? So, wenn man das Schloss ab. Aha. Aha. Apura, ist aber jetzt die ist auch hier, okay. Aha, okay. Alles klar. Direktorin Pura. Boah, die ist doch nur ein Kind, Alter. Okay, so ist sie. In dem großen Haus. Okay, ja, lass mal sehen. Okay. Also anders als die Pura von Age of Calamity, ne? Pura von. Ach, hey, Kollege, was geht? Ja, okay, alles klar. Okay. Pura von Age of Calamity war ja erwachsen, aber Pura von Breath of the Wild war ja doch ein richtiges Kind. Richtig krass. Also eigentlich ist sie ja kein richtiges Kind, sondern halt irgend so eine lächerliche Story Sache hat dazu geführt, dass sie als Kind vor erschienen ist, aber okay. So, ey, warte mal. Ey, dich kennen wir doch. Was geht, Robello, Alter? Dich kenne ich doch von Breath of the Wild. Aha. Robello, ey, was geht? So sieht man sich wieder. Den kennt man von Breath of the Wild. Okay. Jetzt sind wir ein bisschen. Okay. Okay, alles klar, Kollege. Okay, lass mal hier weitergehen. Was haben wir denn hier? Halt, was ist denn? Kann man die nicht einfach nehmen? Ah. Ja, alles klar, ey. Dann warum lässt sie das einfach so offen liegen? Kann doch jeder vorbeikommen und holen. Was steht hier? Was ist das denn hier? Bedienungsanleitung. Ah, ja, nein, nein, nein. Komm mal. Was ist das? Beten? Moment, hä? Irrlichter? Okay, nichts Besonderes. Warte mal, Irrlichter? Irrlichter kennt man doch von Ocarina of Time oder Just Mars. Was machen die denn hier? Ah, okay. Keine Ahnung. Anscheinend wohl nichts Besonderes, leider. Also, wo ist der erste Stock? Okay, also anscheinend gibt es hier keine Treppe zum ersten Stock. Ist das deren Ernst? Wie fährt dann das? Ach, hier geht's. Ich wollte schon sagen, Alter. Okay. So, dann kann man hier durch und dann hier. Ich denke mal, die ist hier. Na, ist sie hier drin? Wer auch immer du bist? Joshua. So, bla bla, okay. Das bin ich nicht. Der ist so. Ja, okay. Was zum? Wow, oh hey. Wow, du bist aber gewachsen. Das ist ja, wo kommst du auf einmal her? Bist du das pure Mensch? Du bist kein Gespenst, oder? Nee. Ui. Alter, voll krass, Alter. Ja. Mensch, ey. Eins steht schon mal fest. Ey, wow, okay. Wir haben reichlich zu bereden. Ja, absolut. Was geht, Alter? Pura, okay. So sieht man sich auch wieder. Mensch, du bist aber gewachsen. Was ist denn passiert? Wie ist das denn möglich, Alter? So, Mensch, ey. Ist bestimmt mehrere Jahre vergangen, seitdem war zu weit, oder wie? Krass. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Ja. Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen? Welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Ja, richtig cool. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Genau, weil dieser Link zu blöd war, sie zu beschützen. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Das ist korrekt, Pura, genau. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht.
Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Ja. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pet überreicht. Genau. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauro gehört haben? Ja. Aber das Master-Schwert ist weg. Ja, das ist katastrophal. Er hat das zurück in die Vergangenheit gebracht. Kannst du das vorstellen? Zu uns geführt hat. Ah, nur immerhin. Weißt du, wo sie sich überhaupt befindet, Pura? Das wäre vielleicht gut zu wissen. Voll ungewöhnlich, dass Pura voll, naja, ich will nicht sagen erwachsen, aber halt groß geworden ist. Weil in Breath of the Wild war sie noch ein kleines Kind. Oh, naja, egal. Ja, ist unglaublich. Was? Frag mich nicht. Irgendwelche dumme Magie hat bestimmt eine Rolle gespielt. Ja, soweit ich es weiß, sie ist doch der erste König des Hyrule. Rauru? What? Okay. Ja, oder halt The Sage of Light von Ocarina of Time. Eigentlich auch, aber okay. Das gibt doch, das ist überhaupt keinen Sinn. Nur eines kann ich mit sich. Okay, die Mumie, die unter dem Gesicht steht, gewiss mit dem Kataklysmus. Aber mit dem da, okay, okay. Was ist jetzt von. Okay. Das würde mich doch sehr verwundern, wenn ich hierfür nicht auch der Kataklysmus. Okay, alles klar. Aha. Was fasziniert ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. What? Bitte finde mich. Das war doch ihre Worte, stimmt? Das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Das Schloss Hyrule Schutzfindung ruft ihn auch von dort aus. Okay. Ich werde jetzt nicht alles lesen, sonst bin ich zu blöd, Alter. Meldest du dich bitte beim Suchtrupp da unten? Schöne. Okay. Ach, du Holm. Okay, bitte hilf ihm dabei, die Presse so schnell wie möglich zu finden. Okay, also. Ja. Ein Kollegen Holm. Okay, interessant. Sie soll vielleicht eben noch. Nee. Okay, alles klar. Was zum? Ach, die Charaktere zeigt man jetzt hier. Okay. Alles klar, cool. Ja, nice. Schön. Okay, das schwebende Schloss. Auf ins nächste Ziel. Also da hinten jetzt. Alter. Tatsächlich. Richtig krass. Also dahin müssen wir jetzt. Richtig cool. Lass mal die Karte. Hier erstmal die Charaktere. Richtig cool. Rauru, Rubin. Rubin, Alter. Der war voll lustig gewesen. Okay. Warum sieht er aus wie eine Ziege? Ich kann es nicht. Ist voll ungewöhnlich. Und dann Zelda, die wir alle kennen. Okay. Gut. Ja. Ja. Dann gehen wir mal dahin. Bevor wir dahin gehen, ich würde ja nochmal ein bisschen reingehen. Mal gucken, ob hier was Besonderes gibt. Das ist nur eine Karte hier, ne? Und gibt es hier nichts, ne? Okay, man kann hier vielleicht natürlich noch nach oben, ne? Hier irgendwas Besonderes? Nein, nein, okay. Und hier da oben? Hier irgendwas Besonderes? Nein. Nein. Ah, oh, doch, was? Untersuchen. Brust. Na, komm. Aber man muss jetzt nicht so rücksichtslos sein, weißt du? Und die Tagebücher von anderen Leuten hören. Okay, krass. Kannst du die einfach mal runtersliden? So. Untersuchen. Das geht mich gar nichts an, Alter. Hier weiter. Ich will das normale Legend of Zelda Abenteuer hier erleben, nicht irgendwie all den ganzen Rotz. Okay, warte mal. Pura, hast du noch was zu sagen? Okay. Unter dem schönen Schloss. Okay, alles klar. Ja, okay. Gut. Nehmen wir hier durch. Weiter. Aber was zum. Okay. So. Ist hier nichts. Bist du Holm, Kollege? Ich möchte diese Zeit also mit nur Legenden. Ich hätte gedacht, das ist ja okay, alles klar. Von uns ist es noch vor Ocean. Okay, alles klar. So, okay, aha. Okay, alles klar. Okay, alles klar, gut. Okay, Okay, wunderbar. So, warte mal, bevor wir weitergehen und da durchgehen.